interessant. Sehr spannend. Vor allem sehr wichtig, weil ich denke, dass diese Diskussion zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern, Branchenteilnehmern, sehr befruchtend war. Also wirklich alles mal im O-Ton zu hören, war einfach extrem spannend. Und ja, der Eindruck bleibt, man traut sich noch nicht richtig zu Visionen hinreißen zu lassen, man redet nicht laut darüber. Man redet eigentlich mehr über die Probleme, die man hat und über die Herausforderungen, die man in der Gegenwart zu meistern hat. Über die Zukunft in 2025 vermag man eigentlich noch gar nicht so richtig viel zu sagen oder man will es vielleicht auch nicht öffentlich. Vielleicht gibt es auch zu wenig Vorstellungskraft, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Herausforderung, die im Moment hauptsächlich zu bewältigen ist, ist die, in der Gegenwart anzukommen für die Verlage.